Hallo, ich zeige euch heute, wie ihr Tzatziki zubereiten könnt. Für eine Portion braucht ihr 250 Gramm Magerquark, ungefähr 80 Gramm Joghurt, einen Esslöffel Olivenöl, einen halben Esslöffel Kräuteressig, ein gutes Stück Gurke sowie eine Knoblauchzehe, zum Würzen Salz und Pfeffer und dann braucht ihr noch ein kleines Schneidebrettchen und ein Küchenmesser. Und dann benötigt ihr natürlich zusätzlich noch eine Schale und einen Löffel. Im ersten Schritt gebt ihr den Quark, den Joghurt, das Olivenöl und den Essig in die Schale. So, jetzt kann man schon mal alles gut verrühren. Wenn ihr eine cremige Masse habt, gebt ihr jetzt den Essig und das Öl hinzu und rührt alles wieder kräftig um. Jetzt schäle ich die Gurke und danach muss sie geraspelt werden bzw. in sehr dünne Streifen geschnitten werden. Ebenfalls muss der Knoblauch gepresst werden. Jetzt gebt ihr die Gurke und den Knoblauch ebenfalls in eure Schale und rührt alles gut unter. Und nun müsst ihr euer Tzatziki noch würzen, reichlich Salz und Pfeffer hinzugeben und wieder alles gut vermischen. Und dann seid ihr auch schon fertig. Trotzdem solltet ihr den Tzatziki noch mindestens 2 bis 3 Stunden durchziehen lassen, am besten über Nacht. Und dann könnt ihr ihn perfekt mit einem Stück Baguette anreichen. Viel Spaß beim Nachmachen!